So, hallo und herzlich willkommen zurück beim wunderschönen Sands of the Forest. Haha, so. Und ich hatte ein bisschen Zeit und ich habe mal da drüben fertig gemacht, damit wir heute anfangen können. Ja, drüben, ja, mit dem Fundament quasi für unsere Scheune. So, ich habe hier die Pflanzkübel reingestellt und habe das Ganze schon bepflanzt. Zwei sind leider noch nicht bepflanzt, weil, ja, ich hatte keine Sämereien mehr dafür. Und okay, das muss noch weg. Das habe ich gerade eben erst gesehen. Ach, herrje. So, das muss noch weg. Das werde ich dann irgendwann in Ruhe noch abbauen. Ja, da habe ich mal wieder einen Busch kaputt gemacht versehentlich. Aber der ist auch schon neu eingepflanzt. So, jetzt können wir aber rüber auf die andere Seite. Oh, warte mal, die wollte ich noch umstellen. Nee, halt nicht so. So, einmal aufstehen bitte. Danke. So, dann machen wir hier noch die schöne Bank. Wo könnten wir denn die hinstellen? Wie wäre es denn, wenn wir eine vielleicht... Aber da geht wieder der Busch kaputt, ne? Oh Gott, geht da der Busch kaputt, wenn ich die jetzt da hinstelle? Ah, nee, Gott sei Dank. Sehr schön. Perfekt, gut. Dann haben wir da eine schöne Bank. Und dann brauchen wir noch hier die zweite Gästehausbank. Die machen wir dann hier hin. So, was mir jetzt nicht so gefällt, ist, was wir hier eingepflanzt haben. Also jetzt mal ehrlich, das sieht ja furchtbar aus. Da muss auch noch irgendwas anderes rein. Ja, ihr könnt ja gerne mal Vorschläge machen, was wir hier vor die Fenster einpflanzen könnten. Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schlimm aus. Allerdings sowas Großes wie hier, das können wir da leider auch nicht machen. Oh, der steht noch im Weg. Komm, wo machen wir den mal hin? So, der hat hier eigentlich gar nichts verloren, ne? Ach komm, den machen wir mal erstmal da vorne hin. So, da ist er erstmal aus dem Weg, oder? Zack. Die automatische Verteidigung funktioniert übrigens prima. Also ich wurde, während ich jetzt hier hinten ein bisschen rumgebaut habe, wurde ich zweimal angegriffen. Und hier, keine Ahnung, unsere Fallen, die machen eine tadellose Arbeit. Also man muss kaum mehr selbst was verteidigen. Bisher war es allerdings so, dass wir halt nur Kannibalen am Start hatten. Es waren also noch keine Untoten da, es waren noch keine Dämonen da. Ich glaube, da müssen wir dann noch ein bisschen, ja, mehr von Hand machen. So, und wenn wir jetzt schon mal hier drüben anbauen, dann können wir endlich auch mal das wegmachen hier. Das steht hier schon ewig rum, dieses Behelfsgerüst. Zack und zack. Perfekt, oder? Dann ist das auch endlich mal weg. So und so. Ich hoffe nur, dass wir da noch genug Platz für eine ordentliche Scheune kriegen. Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das irgendwie platzmäßig noch funktionieren würde. Das wäre top, oder? So, sehr schön. Und dann noch das hier und das hier. So. Also, Sands of the Forest und Medieval Dynasties, das wird jetzt erstmal im Wechsel kommen. Wenn ich mal ganz, ganz viel Zeit habe, dann wird beides auch gleichzeitig kommen. Aber aktuell, ja, leider erstmal im Wechsel, weil ich es zeitmäßig sonst nicht hinbekomme. Und, Moment kurz. Zack. So, heute ist halt dann mal wieder Sands of the Forest dran. Und morgen gibt es dann wieder Medieval Dynasty. Das neue Update für Sands of the Forest, das ist jetzt, ich glaube, in 4 Tagen ungefähr. Und ich hoffe halt wirklich, dass irgendwas Actionmäßiges reinkommt. Das wäre super, wenn wir da mal wieder vielleicht irgendwie, ja, so einen kleinen Kampf oder, ja, so einen kleinen Boss, irgendwas. Das wäre wirklich mega. Dass wir da auch mal wieder ein bisschen Action hinkriegen. Und dann müssen wir einfach mal gucken, ja, was jetzt an Spielinhalten reinkommt. Vielleicht, wenn da jetzt nicht der große Kick kommt, ja, mit dem neuen Update, dass wir dann unter Umständen vielleicht Staffel 1 erstmal beenden. Müssen wir jetzt mal schauen. Ja, dann gehen wir noch schön, dann werde ich mich noch schön vorbereiten für den Endkampf, für den Endboss. Und die Höhle, die müsste schon einigermaßen gekleert sein. Und dann, ja, gehen wir nochmal schön zum Endboss. Und dann werden wir wahrscheinlich die Insel verlassen. Und irgendwann, wenn die Entwickler dann soweit sind, werden wir dann wahrscheinlich eine zweite Staffel starten. Ich hoffe halt wirklich, dass storymäßig
echt jetzt über die Zeit auch ein bisschen was noch kommt, weil ganz ehrlich, ey, die hättest du so schnell durchgerusht, die Story. Deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, wir werden uns ganz, ganz viel Zeit lassen mit den Story-Elementen, weil sonst sind wir da, glaube ich, viel zu schnell durch. Und obwohl wir uns Zeit gelassen haben, fand ich, waren wir zu schnell durch. So. Aber wie gesagt, dann den tausendsten Anbau und das tausendste Haus noch hinsetzen, das wird ja dann auf Dauer auch irgendwann langweilig, oder? So. Wobei ich es wirklich immer noch mag zu bauen in Sons of the Forest. Allerdings wäre mittlerweile wirklich mal so eine kleine Action-Abwechslung. Wäre auch mal wieder schön. Auf jeden Fall. Halt, nein, das will ich nicht. So. Perfekt. Und ich denke, wir haben hier auf jeden Fall ein Anwesen geschaffen, ey, auf das wir echt stolz sein können. Ist wirklich so, ne? Und wenn man sich halt auch diese Absurdität so ein bisschen überlegt, ne? Wir sind hier gestrandet, ne? Nach einem Hubschrauberabsturz. Wir hatten nichts, wir hatten gar nichts. Und dann zimmern wir alleine, ne? Und ich sag mal so, mit dem Kevin zusammen, das ist fast wie alleine, weil wenn der Kevin wohin langt, das ist wie wenn zwei andere loslassen. Ja. So. Also sagen wir mal, wir zimmern hier alleine, ey, so eine Butze hin. Weißt du? Ah, es ist schon an Absurdität eigentlich nicht zu überbieten. Ne? Was wir hier aus diesem Survival-Game gemacht haben. Das ist also schon Survival auf Luxusniveau, oder? Wie gesagt, ein paar Möbel wären auch noch schön. So ein paar Möbel mehr wären natürlich auch noch toll. Also da hätte ich auch gar nichts dagegen. So. Was aber jetzt cool ist, ist, dass die Sandbank hier, dadurch, dass wir hier anbauen, dass die Sandbank so ein bisschen auch noch nach oben kommt, ne? Das ist schon cool. Wenn sich das Gelände dann so anpasst, dass das direkt aus dem Wasser auch rauskommt. So, sehr schön. Perfekt. Und jetzt aber komm. Sehr schön. Nice. So, ach so, ein Golfauto wollte ich auch wiederholen für unsere Garage oder für unser Carport. Habe ich ganz vergessen jetzt. Boah, das ist aber auch, ich sag's ehrlich, das ist aber auch ätzend. Also das erste hierher fahren war schon ätzend. Es hat zwar, klar, ne, wenn du auf den Wegen bist, macht das irre Spaß, mit dem Ding rumzufahren. Also mega, mega Spaß, aber ey, wenn du dann mit dem Ding durchs Gelände fährst, oh Gott, ich sag's euch. Es war schon, nein, warte mal. Mist. Es war schon ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Komm, dann ballern wir das gleich mal hier rauf, oder? Müssen wir eh mal gucken, wo wir dann hier den Zugang machen. Ah, die liegen so, genau, in die Richtung. Nein, so. So, müssen wir dann eh gucken, wo wir den Zugang hier rüber machen, zu dem Gelände dann. Perfekt. Na Kevin, alles gut bei dir? Mein Bester. Hoffentlich hat er das nicht gehört, was ich über den gesagt habe. Sonst ist er auch noch beleidigt, so wie die Ursula. So. Sehr schön. Wie gesagt, das wird jetzt halt das Fundament fürs Lagerhaus. Und nehmt es ja nicht böse. Da werden wir, glaube ich, aber nicht so viel mit Stein machen jetzt, weil... ey, das braucht echt lang, den Stein zu farmen. Habe ich gemerkt, für den Stein fürs Gästehaus. Mal gucken, wie es zeitmäßig hinhaut. Vielleicht kommt ja auch mit dem neuen Update irgendwas Cooles, wie man leichter an Stein kommt oder schneller an Stein kommt. Das wäre auch toll. Kann ich mir jetzt aber nicht so vorstellen gerade im Moment. Also ich glaube schon, dass die jetzt erstmal wieder... Moment. Ja, vielleicht doch in irgendeinen Bunker so einen Miniboss oder so packen. Oder vielleicht auch mal ein oder... Also vielleicht auch mal zwei, das wäre schön. Einen Moment kurz husten, Entschuldigung. So, und da bin ich wieder. Na, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt noch irgendwie so zwei so Bosse auftauchen. Also es wäre toll.
Und zack. Ja, und auch wenn da jetzt nichts reinkommt, was uns vielleicht nochmal mega kickt, dass wir weitermachen können, glaube ich, haben wir aus der ersten Staffel wirklich rausgeholt, was man rausholen kann. Also bautechnisch wie auch questtechnisch. Sehr schön. So, ich will mal meinen, das sollte dann von der Größe auch erstmal reichen. Was jetzt das Fundament angeht. Kevin, du Vogel, was willst du denn? Was stehst du denn rum? Was guckst du denn? Mach doch irgendwas Nützliches, Kevin. Irgendwas. Komm, du wirst schon irgendwas finden, mein Guter, oder? So, reicht das Fundament technisch oder reicht das nicht? Oder doch noch eins ran unter Umständen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Komm, eins setzen wir noch ran. Müssen wir halt von oben nochmal Holz runterschicken. Ach, wie schön, das Meeresrauschen hier. So beruhigend. Und ich sag ja, diese Bauerei in diesen ganzen Survival-Games hat einfach was mega Entspannendes und Beruhigendes für mich. Und ich glaube für euch auch, weil sonst würdet ihr euch diese ganze Bauerei, ich glaube, gar nicht angucken, oder? Und hier. Perfekt. Ja, da werden wir uns gleich noch ein bisschen Holz runterschicken. Ich hoffe, ich habe oben noch genug. Und dann wird auf jeden Fall der Kevin die nächsten Tage... Oh, nein, das ist ja falsch. Oben mal wieder Holz machen, der Gute. So, und ich glaube, wir haben auch die Sandbank perfekt ausgenutzt, ne? So von der Größe her. Haben wir die wirklich perfekt ausgenutzt. Und hopp. Zack. So. Und auch wenn ich hier Sons of the Forest, ne, wenn ich hier noch wirklich sehr, sehr gern baue, freue ich mich jetzt aber schon auf die nächste Folge Medieval Dynasty aufnehmen. Aha. Im Moment ist es halt einfach so, ja, wir haben halt noch diese ganzen Anfangsquests. Da ist noch nicht so viel mit Bauen. Das kommt dann erst über die Zeit. Aber dann wird das halt mega genial. So, jetzt ist einfach die Frage. Lass mich überlegen. Wo machen wir den Zugang? Wo machen wir den Zugang? Drüben haben wir den Zugang. Wo? Wobei das eigentlich egal ist, ob das hier symmetrisch ist oder nicht. Zwei Felder weg von da. Es würde für hier bedeuten, dann hätten wir den Zugang hier. Dann müsste das hier weg. Ne? Müsste den abbauen. Okay. Ich glaube, das machen wir auch so. So, ein Feld, zwei Feld, das wäre dann hier. Zack. Und zack. Jawohl. Dann ballern wir. Nein, oh Gott, das war nicht der Plan. Mann, Junge. Was ist denn jetzt wieder das Problem? Ah, wahrscheinlich, weil die hier hängen, oder? Machen wir die kurz mal dahin. Die hier. Jetzt passt perfekt. So, dann muss der Blumenkübel unten raus. So, das machen wir hier hin. Dann stellen wir den mal kurz dahin. Eine Sekunde bitte. So. Dann ist der erstmal aus dem Weg. Die müssen wir kurz drehen. Und dann machen wir doch ja, hier den Durchgang, wo es dann quasi zum Lagerschuppen geht, das Ganze. Ja, gefällt mir sehr gut.
Gefällt mir sehr gut. So, und da lang. Perfekt. Ja, nur Holz. Kevin, ich sag's dir. Die nächsten Tage geht's in den Wald, mein Freund. Mhm. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Weil wir sind jetzt so langsam wieder out of Holz. Oben wird noch ein bisschen was sein, was wir uns jetzt runterschicken können. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr die Welt da. So, sehr schön. Zack. Aber das mit dem Holz hat immer sehr gut eigentlich geklappt beim Kevin. Hier. Perfekt. Das hier. Okay. Sehr schön. Kevin, Mensch. Du Vogel. So kommt das wird doch, oder? Na, na jetzt. Das wird doch ganz hübsch hier. So. Und da machen wir es dann so. Das war auch nur einen, also ein Feldabstand zum Rand machen. Weil da drüben werden dann auch geile Blumenkästen hinkommen. Wie gesagt, das ist ja die Scheune. Das hat ja eher mit Arbeit zu tun als mit Vergnügen. Wobei, wie ich mich kenne, also ich würde dann quasi das Ganze jetzt so. Ah, komm. Gut, den legen wir da noch gleich rein. Perfekt. So, jetzt müssen wir erstmal Holz holen, ne? Kevin, komm mit. Du kannst eigentlich gleich mal anfangen. Du kannst eigentlich gleich mal anfangen, mein Freund. Ja? Du kannst eigentlich gleich mal anfangen oben. Und zwar alles wieder zu füllen. So, einmal kurz weg. Zack. Was echt schade ist, ist, dass man ihn halt die Dinger nicht leer machen lassen kann jetzt und sie einbringen. Das wäre dann auch noch cool. Ach komm, dann machen wir aber eine extra. Dann machen wir eine extra Seilbahn, falls die wieder weg sein sollte. Kevin, komm mal mit. So. Ah ja, ist weg. Ach ey, jetzt zieht wieder Wind auf. Ich hoffe, wir haben nicht gleich mega Regen. So, komm. Und darüber. Weil, dann brauchen wir auch nicht die ganze Zeit das darüber rennen, oder? Das macht ja auch keinen Sinn. Dann machen wir uns jetzt hier einfach nochmal eine schöne Seilbahn hin. Und dann können wir es direkt quasi von oben runterschicken, das Ganze. So. So, perfekt. Ja, ja, Kevin, kannst du wieder mitkommen? Ja, schön die Kevin hin und her scheuchen, oder? Oh, was ein Kackwetter schon wieder. Mann, ich mag das nicht. Also mir ist es lieber, wir haben schönes Wetter. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ne, wird jetzt am Anfang erst wieder hin und her rennen. Weil er wieder versucht, ne? Wie so ein Hund. So, die Stämme zu jagen. Kevin, pass mal auf. Folgendes. Hol Stämme und Behälter füllen. Und renn nicht den an der Seilbahn hinterher, bitte. Ja, das wäre super. Sei nicht so doof, Kevin. Mach das nicht. Na komm. Und zack. Und da rennt er wieder, unser Kevin. Aber ganz ehrlich, ne, dass die da noch nichts gegen gemacht haben, wundert mich schon. Also das wundert mich wirklich.
Und jetzt bringt er die gleich wieder hochgetragen, ne? Oh Mann. Zack, zack. Oh Mann. Unser Kevin. Wahnsinn, ehrlich. So. Und ich hoffe, mit dem neuen Update fixen die hoffentlich den Kevin wieder. Weil der ist ein bisschen faul geworden, finde ich. Mit dem letzten Update. Wäre lustig. Wir gehen jetzt unten gleich schlafen und Kevin hat die ganzen Stämme wieder hochgeschafft, während wir gepennt haben. Ey, das wäre schon urkomisch, ne? Jetzt ist es sehr dunkel. Das heißt aber, es wird Zeit fürs Bett. Weil, wie gesagt, wir müssen ja nicht alles im Dunkeln machen, oder? Der Kevin, der kommt da. Da kommt er mit den ersten Stämmen. Guck's dir an. Aber auch cool, ne? Wie das Ding dann plötzlich so erscheint, ne? Wenn man so nur aufpassen mit den Fallen. Jawohl. Wenn man dann mit der Seilbahn drauf zufährt, wie das Ding plötzlich erscheint, ist schon mega. Mit seinen Lichtern. Genial. Ich sag ja, wir haben da schon was Hübsches hingebaut. Also da kann sich, glaube ich, keiner irgendwie beschweren. So, perfekt. So, und wenn wir jetzt hingehen, dann sind bestimmt alle Stämme wieder weg. Ey, Ursula, alles gut? Ey, sind wir wieder Freunde? Das ist aber schön. Hi, was bringst du denn Schönes? Ja, für alle, die es nicht wissen, die Ursula war beleidigt. Die hat versehentlich eine Handgranate auf den Kopf gekriegt. Das war aber nicht meine Schuld. Da war die Ursula selber dran schuld. Ja. Die war zu neugierig. Die wollte wissen, was hat denn der da geschmissen und hat sich das angeguckt und dann, naja, ich sag mal so. Ja. Ist ein bisschen blöd gelaufen, das Ganze. So, komm. Dann schauen wir mal. Also, zack. So will ich das dann machen. So. Dann schauen wir uns das Ganze schon mal an. Oh, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir wieder ein Spitzdach hinkriegen. Warte mal. So, das ein Feld, zwei Feld. So. So kriegen wir aber kein Spitzdach hin. So bekommen wir kein Spitzdach. Oder? Nee. Nee. Pass auf, dann brauchen wir tatsächlich nach hinten raus noch eins. So, komm. Zack. Sehr schön. So, perfekt. Und dann hier das. Sehr schön. So, die nächste Medieval Dynasty-Folge möchte ich auch gucken, dass die mal ein bisschen länger wird. So. Zack. Und ich hoffe, dass wir so viel wie möglich dann, ja, von diesen Anfangsquests in der nächsten Folge mit Medieval Dynasty abgefrühstückt kriegen. Damit wir dort dann endlich ans Bauen kommen und an unser, ja, Dorf entwickeln und an, ja, Frau suchen, Kinder machen und was weiß ich was alles. Zack. Perfekt. So, wo ist der Kevin jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe, dass die mit dem nächsten Update irgendwie am Kevin wieder was ändern, dass der echt wieder nützlicher wird. Weil aktuell kommt der mir planloser vor als ich. Und das will schon was heißen. Sehr schön. So. Perfekt. Und wie gesagt, hier mal gucken. Oder vielleicht mache ich nur zwei Wände aus Stein. Und dann die anderen zwei Wände aus Holz. Ich muss mal schauen, wie wir es machen. Aber es ist eigentlich auch nur eine Materialscheune. Es ist nichts Besonderes. Es ist nichts Tolles. Wie so ein Gästehaus. Oh Gott, Babys. Ach je. Ach je. Das hat man schon lange nicht mehr, oder? Lösen Babys die Fallen aus?
Ich weiß gar nicht, wir müssen das gleich mal checken, oder? Zack. Und zack. So, schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir... Oh, die Ursula ist schon... Die kümmert sich schon. Die kümmert sich schon. Machen wir mal mit, oder? Hallo! Na? Wollt ihr spielen? Guten Tag! Hallöchen! Oh! Hallöchen! Zack! Ich würde gerne mal wissen... Oh, Ursula, aufpassen! Ich stehe auch noch rum, ja? Ich glaube, die ist noch sauer. Ach, ey, so knapp, wie die gerade an mir vorbeigeschossen hat. Da, die ist noch richtig sauer, oder? Ich will mal, dass sie in die Richtung hier kommen. Ich möchte gerne wissen, ob die Fallen auslösen. Ich habe es nämlich noch gar nicht gesehen, ob das passiert. Na, Ursula, alles gut? Sind sie schon erledigt oder was ist? Oh nee, da kommt eins. Komm her, kleiner Mann. Ursula, lass mal. Ursula, mach mal nix. Wo ist sie denn? Oh, das ist gut. Hä? Alles klar, die geht ein Stück weg. Na, komm her, kleiner Mann. Wo ist der kleine Mann? Hallöchen, guten Tag. Hier, komm mal hier rüber. Oh, warte. So, jetzt. Oh, Leute. Nein, nein, Ursula, lass die mal. Ursula. Ich will da was testen. Hör mal auf. Ursula. Ja gut, ich glaube, mit der Ursula kommen wir da eh nicht weit. Dann können wir es gleich beenden. Man muss die ja auch nicht leiden lassen, oder? Zack. Und weg damit. Entschuldigung, tut mir sehr leid. Verzeihung. I'm sorry. So. Zack. Hier, den hier und den hier noch. Wo ist dieser Kevin wieder? Oh ja. Nee, ach so, das war ein Baumstamm. Ach so, ich habe gedacht, es war ein Baby. Aber nein, es war ein Baumstamm. So, sehr schön. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon ganz gut aus, alles. So, genau. Eins, zwei, drei. Wir haben vier Felder. Das bedeutet, hier würden wir dann quasi auch problemlos ein Spitzdach hinkriegen. Mensch. So, zack. Das hier. Und das hier. Perfekt. Nein, das war falsch. So. Und so. Und da haben wir noch einen Stamm. Ja, und wie gesagt, ich muss jetzt dann auf jeden Fall dann mal gucken, dass der Kevin wieder anfängt, ordentlich Holz zu machen. Weil das werden wir definitiv jetzt noch ein bisschen brauchen. Und zack, perfekt, oder? So. Also, das hier wird dann unsere Materialscheune. Ich finde es ganz gut. Ich glaube, das wird nicht schlecht, oder? Aber das soll es für diese Folge auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns entweder ja, beim anderen Video oder beim nächsten Mal Sons of the Forest. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ja, schönen Sonntag noch. Tschüss.